Warum macht ihr euch Sorgen? Sagt die Bibel nicht, genau das wird passieren? Dies muss geschehen und das ist erst der Anfang. Und dann wurde ich wirklich neugierig, weil ich wurde persönlich angeschrieben und bin das erste Mal in Kontakt mit dieser Sekte gekommen. Denn es gibt Christen, die sich in diese Sekte verirren, weil sie nicht die Wahrheit wissen. Sie lügen und schwindeln, um Leute zu gewinnen. Und das geben sie sogar zu. Sie sagen nämlich, ja, weil sonst kommt ja niemand zu uns. Weil wir ja so einen schlechten Ruf haben. Hört ihr das Bohren? Eine Kirche ist meistens ein sehr schönes Gebäude. Wie auch immer, nein, davon spreche ich heute nicht. Kannst du über Speisegebote reden? Aus dem Hintergrund, weil er glaubt, dass wir noch Speisegebote halten müssen. Okay, lass uns einfach darauf einigen, dass wir uns nicht einig sind. Nicht aus dem Grund, weil ich einfach so, ja, okay, was auch immer, sondern weil mir so viele Leute schreiben, dass ich natürlich nicht mit jeder einzelnen Person diskutieren kann. Die Prosperity Gospel. Das ist eine Irrlehre und falsche Herangehensweise an das Evangelium, die besagt, dass wenn du nur genug glaubst, wenn du nur genug tust oder wenn du nur genug spendest, dann wird es dir finanziell gut gehen. Und die Bibel spricht doch ganz klar, dass es irgendwann genau diese falsche Lehre ist, die gepredigt wird. Wieso betet Jesus, wenn er doch Gott ist, zu Gott? Er nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. In letzter Zeit geht's mir so richtig gut. Ein bisschen zu gut, habe ich manchmal das Gefühl. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass da irgendwas kommt. Irgendwas Schlechtes muss doch irgendwann mal kommen. Wo investiere ich meine Zeit und meine Kraft mehr rein, um einfach ein guter Diener Gottes zu sein? Willkommen bei Einfach Bibel lesen, der Serie, wo wir einfach die Bibel lesen und ich euch zeige, wie man einfach die Bibel liest, indem ich einfach die Bibel lese. Macht Sinn? Gut. Du bist ein Sünder. Genau wie ich und jeder andere auf der Welt. Denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. So viele Menschen heute gehen in die Hölle. Und ich kann das nicht nett reden, ich kann es nicht schön reden. Das ist der Punkt. Gott liebt die Menschen so sehr, dass er seinen einzigen Sohn hergegeben hat. Dass jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Aber ist das überhaupt der Jesus, der in der Bibel steht? Heute möchte ich darüber reden, wie Jesus in der Bibel wirklich ist, im Vergleich zu das, was Menschen heutzutage vielleicht denken. Darf ein Christ einen Nicht-Christ daten? Darf ich das? Ich könnte zwar jetzt strikt Bibelstellen runterrattern, aber das hilft manchen nicht. Genau wie es mir nicht geholfen hat, einfach nur zu hören, Bibel sagt nein. Fakten über den Himmel, weil wir häufig unser eigenes Verständnis haben. Wir werden, keine Ahnung, auf Wolken fliegen, wir werden Flügel haben, wie auch immer es aussehen wird. Wir haben immer unser eigenes Verständnis von, wie wir gerne den Himmel haben würden und wie er eigentlich wirklich aussieht. Ich habe vor einem Jahr oder zwei oder keine Ahnung, wie lange das schon her ist, so Corona-Zeitungmäßig, einen Discord-Server erstellt und in dem sind ganz viele verschiedene Christen zusammengekommen und wir halten Bibelstunden und wir tauschen uns aus. Late again. What happened this time? Sir, you won't believe it. Baby Pitcher. Okay, ich glaube, das ist der beste Witz. Matthäus 6,33 sagt, trachtet vielmehr zuerst nach Gottes Reich. Und weiterhin sagt es, und er wird euch all das geben, was ihr braucht.